Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute geht es um die schwierige Situation, den hohen Ball über die Rückhand. Und wie man diesen genau löst, das werde ich dir zeigen. Du kennst wahrscheinlich die Situation, wenn du als Einhänder den hohen Ball über deine Rückhand bekommst und nicht genau weißt, was du damit anfangen sollst oder was für eine Lösung du spielen sollst, dann wird es immer zum Problem, immer schwierig zu lösen. Und dafür wollen wir natürlich jetzt genau hier deine Antwort finden. Ich zeige dir hier zwei Möglichkeiten, wie du diesen Schlag am besten angehen kannst und natürlich das Optimum für dich und deinen Schlag rausholen kannst. Um diesen schwierigen Ball oben auf der einen Rückhand zu lösen, gibt es vom Prinzip her zwei Möglichkeiten. Zum einen, dass man ihn aus der Defensive löst und zum zweiten, dass man ihn in der Offensive löst. Das heißt, ich muss natürlich dementsprechend meine Position anpassen und dabei geht natürlich nichts über eine gute Beinarbeit und eine frühe Wahrnehmung. Es führt also kein Weg daran vorbei, dich gut zu bewegen, um diesen Schlag natürlich für dich perfekt zu lösen. Die erste Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist, wie man zurückarbeitet, um diesen Ball zu lösen. Wenn ich einen hohen Treffpunkt auf der Rückhand habe, geht es natürlich erstmal darum, dass ich versuche, diesen Ball auf einer hohen Ebene zu lösen. Dafür muss ich natürlich schnell zurück sein, ja, muss aber auch hier natürlich die Stabilität bei diesem Schlag halten. Weil wenn ich jetzt hier im Rückwärtsgang nach hinten rausfalle, habe ich kaum eine Chance, den Ball gut zu kontrollieren. Deswegen ist hier die frühe Beinarbeit in eine gute Situation oder Position extrem wichtig. Ja, der Ball kommt also hoch, ich arbeite zurück und jetzt ist es ganz wichtig für mich, dass ich versuche, die Power hier aus den Füßen zu nutzen, um diesen Ball aus der Defensive schön nach oben rauszulösen. Also hier muss man ein bisschen Übung reinsetzen, aber kann sich ruhig trauen, Vollgas in der Situation zu geben, weil hier habe ich gerade den Plan, einen Topspin nach oben zu ziehen, um mich perfekt aus der Defensive lösen zu können. Also, seid nicht scheu dabei, schön in die Tiefe reinzugehen und dann den ganzen Dampf nach oben in die Streckung zu legen. So kriegen wir hier eine super Flugbahn rein und können sie aus der Defensive befreien. Wichtig ist natürlich das taktische Ziel dabei. Aus dieser Situation sollte ich den Ball niemals Longline lösen, sondern immer versuchen, mit einer guten Länge und einer guten Höhe lang in die Mitte oder in die Cross-Richtung reinzugehen. Je nachdem, wie hart ich in der Defensive bin, sollte ich mich vielleicht eher für die Richtung Mitte entscheiden, damit ich einen schönen neutralen Ball habe und kein Fehler passiert. Wenn ich merke, ich kann den Ball auch einigermaßen gut kontrollieren, kann ich ruhig mehr in Richtung Cross gehen, um dem Gegner auch gleichzeitig noch einen Laufweg zu geben, um dann den Vorteil im nächsten Moment zu haben. Die zweite Situation ist natürlich die frühe Entscheidung, auf den Ball drauf zu gehen, das heißt ins Feld reinzugehen. Wenn also der hohe Ball kommt, kann ich mich dazu entscheiden, diesen Ball auch früh zu nehmen. Wichtig ist in dem Moment, dass ich versuche, hier stabil mit dem Arm zu führen. Ich versuche den Ball nicht zu schnell zu machen, weil durch diesen langen Ball hat der Ball schon genug Power. Ja, und dann kann ich von hier aus stabil reingehen. Wichtig ist nur die Entscheidung, dass ich das wie ich auch mache. Weil wenn ich jetzt auf den Ball warte, habe ich einen Tickmoment oder Treffpunkt, der hier oben ist. Und das macht es unkontrollierbar. Deswegen müsst ihr euch dann dazu entscheiden, auf den Ball drauf zu gehen und zu versuchen, den Ball ungefähr auf Schulterhöhe zu nehmen. Weil da nämlich noch der Winkel am besten ist, ja, weil ich nämlich da oberhalb der Netzkante spielen kann. Je tiefer ich den Ball fallen lasse oder je früher ich ihn nehme, desto schwieriger wird er zu verarbeiten direkt nach dem Ticken. Deswegen nehmt euch ruhig da die Zeit, dass ihr sagt, okay, ich spiele ihn auf Schulterhöhe, ich versuche von hier aus in den Ball reinzugehen und versuche stabil mit meinem Arm oben den Ball zu führen, damit ich natürlich dann eine flache Flugbahn produziere und dadurch aber nicht zu weit nach hinten rausgetrieben werde und dem Gegner die Chance gebe, mich beim nächsten Ball ordentlich laufen zu lassen. Das Schlimmste, was hier passieren kann in der Situation, ist, dass du dich nicht entscheidest, irgendwas zu tun, sondern auf den Ball wartest. Weil, wie gerade schon erwähnt, haben wir dann immer das Problem, dass wir mega hohe Treffpunkte haben und aus der Situation dann überhaupt nichts mehr lösen können. Dann passiert meist Folgendes, der Ball kommt zu kurz, der Gegner kann am Drücker bleiben und haut mir nächstes Mal um die Ohren. Deswegen, Beinarbeit ist alles und vor allem die frühe Entscheidung, ob ich den Ball entweder in die Defensive anlaufe oder ob ich den Ball ein bisschen nach vorne anlaufe und dadurch ein bisschen offensiver agieren kann. Und jetzt zeige ich dir das nochmal in der Praxis, damit du auch genau ein Bild davon hast, wie das für dich zu lösen ist. Kommen wir zum Lösen der ersten Situation. Das heißt, ich versuche jetzt diesen hohen Ball über meine einhändige Rückhand nach hinten anzulaufen, dadurch natürlich ein bisschen mehr Kontrolle zu produzieren. Und ich versuche taktisch gesehen mit diesem Schlag meinen Gegner hinten zu halten. Das heißt, ich spiele eine hohe Flugbahn, versuche aber trotzdem die volle Energie aus meinem Körper reinzulegen, sodass ich wirklich auch genug Spin habe, um ihn nach hinten rauszudrücken. So, wichtig ist die gute Beinarbeit. Ich arbeite zurück, komme also tief und ziehe dann schön nach oben weg. Ja, bin wieder da, er muss hinten bleiben. Ich arbeite nochmal zurück und ziehe nach oben weg. Seht ihr die volle Spannung aus dem Rücken. Jetzt wird er kurz. Ich kann reingehen und kann dann natürlich hier zur Not den Punkt abschließen. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier aus der Defensive eine gute Länge, viel Drallenergie gespielt und natürlich auch eine gute Höhe gespielt, damit mein Gegner nicht nach vorn drücken kann. Dafür muss ich mich frühzeitig zurückbewegen und versuche von hier aus die ganze Spannung aus der Tiefe zu holen und dann mein Treffen da oben rauszusetzen. Wichtig ist, dass ich hier nicht abbremse, sondern dass ich meinen Schwung laufen lasse, damit ich auch hier die volle Kontrolle und die gesamte motorische Kette einsetzen kann.
Das taktische Ziel, habe ich ja gerade schon erwähnt, ist natürlich die Länge. Sobald ich jetzt aus so einer Situation zurückgedrängt werde und zu kurz spiele, kann der Gegner sofort auf den Ball draufgehen und kann den Druck oben halten. Das möchte ich euch kurz zeigen. So, ich gehe zurück, ja, und ändere jetzt nicht meine Längeneinstellung. Das heißt, jetzt kann der Gegner reingehen und kann mir sofort den nächsten Ball als Laufweg geben und mich natürlich dann in der Defensive halten. Und das will ich ja natürlich vermeiden. Das heißt, wenn ich mich entscheide, hier zurückzugehen, dann versuche ich natürlich, eine gute Länge zu spielen, damit der Gegner weiter hinten bleiben muss und ich natürlich auch genügend Zeit habe, eine gute Position nach meinem Schlag zu bekommen. Ihr habt schon gesehen, im Ballwechsel versuche ich bei diesem Schlag, ja, hier eine gute Schwungphase zu haben und versuche dann richtig schön mit der Schlägerspitze von unten nach oben laufen zu lassen und meinen Körperschwung von unten mitzunehmen in die Streckung, sodass ich wirklich auch den gesamten Körper mit in die Bewegung nehme. Und das sollte auch euer Ziel sein. Ball nochmal ein. So, ich arbeite zurück, komme von unten und lasse dann schön nach oben laufen. Der Gegner ist hinten. Ihr seht schon, was passiert. Er kann nicht mehr so weit in die Ecke rein. Und dann neigt er auch dazu, einen leichten Fehler zu machen. Kommen wir zur zweiten Situation. Jetzt möchte ich mich mal nicht so weit nach hinten raustreiben lassen. Ja, provoziere natürlich damit automatisch ein bisschen mehr Risiko, weil ich den Ball so früh nehmen muss. Aber ich sage mal, wer ein gutes Timing dafür hat, wer sich gut bewegt und den Ball gut anlaufen kann, der hat natürlich dadurch einen Vorteil, dass er sich nicht aus dem Feld rausdrängen lässt. Um dann bereit zu sein, drauf zu gehen und das Ding nach vorne reinzudrücken. Das heißt, ich übernehme bei diesem Schlag die gesamte Schlagenergie des Gegners und versuche selbst wenig zu investieren. Dadurch, dass ich den Ball so gerade treffe, ja, kann ich richtig schön Tempo mit aufbauen und muss dafür nichts investieren. Wichtig ist hier nur ein ganz, ganz sauberer Treffpunkt. So, der Ball kommt. Ich gehe nach vorne rein, entscheide mich dafür und arbeite sauber im Treffpunkt. Kann damit natürlich die Linie halten vorne und dementsprechend hier auch dann die Situation, dass ich mich nicht aus dem Feld raustreiben lasse, macht hier schon ganz einfach und wichtig für mich, damit ich nicht diesen Laufdruck habe und weiter natürlich die Linie halten kann, um den Druck auf den Gegner hochzuhalten. Bei diesem Schlag, den ich früh nehme, ist es wichtig, dass ich versuche, meine Schwungphase hier oben auf Schulterhöhe zu halten. Das heißt, ich will ganz gerne hier oben den Ball reingehen. Wenn ich jetzt von unten komme, ist es extrem schwierig, auf den hochkommenden Ball einen Topspin-Aufriss zu spielen. Das Timing dafür ist ganz, ganz schwierig zu finden und deswegen habe ich da meist Kontrollverlust oder habe Rahmentreffer dabei. Deswegen achtet bei diesem Ball ganz gezielt darauf, dass ihr versucht, hier über eine kurze Körperdrehung zu kommen und dass der Arm, sag mal, auf Brust- oder Schulterhöhe durchläuft und ich wirklich das Tempo vom Gegner mitnehmen kann. Ihr seht schon, relativ klar getroffen, ich halte die Linie, ja, und der Gegner muss trotzdem hinten bleiben, weil er vielleicht ein bisschen überrascht ist, dass ich den Ball so früh genommen habe und mich nicht aus dem Feld habe raustreiben lassen. Also technischer Ablauf hier nochmal wichtig. Ja, ihr lauft den Ball gut an, versucht den Schläger oben zu halten, arbeitet dann auf Brust, Schulterhöhe zum Ball raus. Und wenn dann der Treffpunkt sauber ist, könnt ihr den gesamten Druck des Gegners mitnehmen und natürlich dadurch auch den Druck auf den Gegner oben halten. Wichtig nochmal hier ist die Entscheidung. Soll ich jetzt diesen Ball früh anlaufen und meinen Schlag trotzdem von unten nach oben arbeiten, in den Topspin rein, dann seht ihr jetzt, was passiert. Gut, ich gehe früher an, ich ziehe nach oben und ihr seht schon, ich breche mit meinem Körper raus und habe hier einen absoluten Kontrollverlust in der Situation. Ja, vor allem, weil diese Bewegung gegen Treffpunkt nach oben extrem schwierig zu spielen ist. Deswegen entscheidet euch früh, entweder nach hinten raus, um Kontrolle zu spielen oder nach vorne raus, um den Ball früh zu nehmen, das Tempo vom Gegner mitzunehmen und dann natürlich hier den Druck auf den Gegner oben zu halten. Das sind die beiden Möglichkeiten, so eine Situation zu lösen. Zum einen die Situation, dass du nach hinten rausarbeitest, dem Gegner natürlich dadurch ein bisschen mehr Raum gibst, aber deine Kontrolle behältst im Schlag. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass ich dann nach dem Schlag eine gute Flugbahn und natürlich eine gute Fluglänge habe, damit der Gegner auch weiter hinten bleibt. Beim zweiten Schlag nehme ich den Ball früh, versuche ihn klarer zu treffen, versuche den Schwung des Gegners mitzunehmen, ja, um dann wirklich auch nicht aus dem Feld rausgetrieben zu werden. Ja, das sind zwei Optionen, die du auf jeden Fall als einer in deinem Repertoire haben solltest. Und welche du dann in welcher Situation bevorzugst, manchmal hat man keine Möglichkeit zu entscheiden, sondern ist einfach in der Situation. Dementsprechend diese Situation stabil zu spielen und natürlich deinen Vorteil aus der Situation zu ziehen. Also versuch es für dich anzuwenden, versuch es vor allem aber auch zu trainieren, weil als Einhänder hat man nun mal meist immer Probleme mit diesem hohen Schlag über seine einhändige Rückhand, egal ob als Rechts- oder als Linkshänder. Aber wir können natürlich mit unserer Technik dagegen arbeiten und können versuchen, diese Situation bestmöglich zu lösen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hinterlass mal gerne einen Kommentar, welche Situation du am liebsten hast, ob du eher der bist, der nach hinten arbeitet oder eher derjenige bist, der nach vorne rein arbeitet und den Ball früh nimmt. Ja, das würde mich interessieren. Also ich wünsche dir nur einen schönen Tag, lass es dir gut gehen und viel Spaß auf dem Tennisplatz.